Vom Boom zum Bürgerkrieg. Steyr von 1914 bis 1934. So der Titel der neuen Ausstellung, die am 8. April im Museum Arbeitswelt Steyr feierlich eröffnet wurde. Sie wirft weitgehend unbekannte Blickwinkel auf den Ersten Weltkrieg und die Erste Republik. Wir versuchen sozusagen das Leben der normalen Menschen anschaulich zu machen. Ganz unterschiedlich der Männer, der Frauen, der Kinder. Aufstieg, Aufrüstung, industrieller Boom, Niedergang, Hoffnung und Hoffnungslosigkeit, Hunger und Tod. Die Zeit zwischen 1914 und 1934 war eine bewegte und ereignisreiche mit vielen Wendepunkten. Der Historiker Oliver Radkolb sieht in der Ausstellung neue Ansatzpunkte in der Aufarbeitung der Geschehnisse. Was zum Beispiel hier sehr gut dokumentiert wurde, ist diese Auseinandersetzung zwischen Stadt und agrarischem Umland, etwas, was schon ab 1915, 16 beginnt, also der Kampf um Lebensmittel, der sich dann letzten Endes nach 1918, 19 fortsetzt in der Auseinandersetzung um die politische Macht in und um Steyr. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Paradigmenwechsel, der in dieser Ausstellung gelungen ist. Auch Unterrichtsministerin Gabriele Heinisch-Hossek war vor Ort und war von der Ausstellung angetan. Es ist mehr als beeindruckend. Es nimmt einen ein und lässt einen sehr betroffen auch weiterschauen. Aber umso neugieriger will man sie auch zu Ende denken und zu Ende schauen und zu Ende lesen. Also alles in allem sehr gelungen und ich glaube auch für junge Menschen sehr ansprechend. Darum bietet das Museum Arbeitswelt Steyr auch spezielle Vermittlungsprogramme für Schulklassen. Das Programm dauert in Summe 2 Stunden und ist von der Philosophie her der Versuch, dass sich Schüler, Schülerinnen aktiv mit der Ausstellung auseinandersetzen und wirklich aktiv Inhalte erarbeiten, bearbeiten und reflektieren. Die Ausstellung läuft bis Ende 2015 und ist definitiv einen Besuch wert.